Leute, er sieht sich jetzt. Mach deine Augen zu. Deine Augen zu. Ich hab Angst. Daily Premium Tire und ich habe Premium Tire Ansprüche und ich sehe auch so aus. Und die Madame neben mir, die hat bald ein Date. Und gebt euch mal, wie sie aussieht. Das ist alles andere als Premium Tire. Deshalb, Leute, werden wir sie heute auch, wie ihr es wolltet, ihr wolltet es auch, Act zu einer Premium Tire stylen. Und Leute, wenn ich in diesem Video scheitere, färbe ich meine Haare blond und schneide sie so kurz mit Ansage. Also ein Bob. Genau, ein blonder Bob. Aber ich werde nicht versagen. Dann hole ich Axe Eyeliner. Gesicht? Eyeliner ist perfekt, Alter. Ich nehme mein Eyeliner. Boah, ist das so diese... Hast du auf Video? Mein Eyeliner ist perfekt. Leute, das ist ein Geodreieck auf ihren Augen. Was redest du? Alter, ich zeige dir, das perfekte Eyeliner ist. Oh mein Gott, Leute, ich schwöre, ich bin nicht ich, wenn ich nicht mit meinem Eyeliner zu meinem Date gehe am Freitag. Alter, wenn ich nicht diesen Eyeliner habe, dann bin ich nicht Egg. Das ist ein perfekter Eyeliner. Gebt euch. Der ist perfekt. Ich mache das Ganze hier nur mit, wenn es 3 Regeln gibt, die befolgt werden. Regel Nummer 1, das Egg ist kooperativ. Zweitens, ich darf auch Sachen an dir ändern, ohne dass du was... Nein! Und drittens, du musst akzeptieren, was mich an dich stört, ohne am Ende beleidigt zu sein. Boah, da weiß ich nicht, ob ich dieses Video machen möchte, weil ich bin perfekt, so wie ich bin. Er hat am Freitag ein Date, Leute, der Typ hat richtige Ansprüche. Er hat gesagt, dass sie gut riechen muss. Er hat gesagt, dass sie nicht in Jogginghose kommen soll. Und Leute, ihr wisst, er hat nur Jogginghose und eine einzige Jeans, die irgendwie dauerdreckig ist. Das weißt du auch. Und das Ding ist, der Typ, Leute, er sieht nicht schlecht aus, aber irgendwie gibt er mir Vibes. Die Leute, die es checken's. So. Was heißt Vibe? Okay, Leute, ich will euch jetzt nicht versprechen, dass Egg so gut aussehen wie ich. Nein, Spaß, Leute, aber ey, wenn es nach mir gehen würde, ich würde Egg komplett abschminken und neu schminken, weil das, was sie auch im Gesicht hat, ich weiß nicht, ob ich damit arbeiten kann. Aber wir finden es heraus, Leute, wir geben nicht auf. Step 1 ist ihr Make-up, Leute. Wenn ich aussehe wie eine Premium Child, kann sich nicht fühlen wie eine Premium Child. Leute, wenn ich ungeschminkt bin, ich benehme mich wie ein Mann. Danke, Gertrude. Köstlich wie immer. Wenn ich so aussehe, bin ich aber eine Child. Ich check's auch nicht. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall jegliche Pinsel, die Egg besitzt. Im schlimmsten Fall müsste ich sogar meinen eigenen benutzen. Die hier werden wir 100% auch brauchen. Ich weiß, ob es ihre Farbe ist, aber ja. Hey, Egg ist nicht hier, aber ich bin schon überfordert. Okay, Eyeliner benutze ich meinen eigenen, Leute, weil das kann ich, sowas kann man nicht benutzen. Okay, Baby Bruder, lass mir mitgehen, weil ich brauche das auch für mich. Hey, wie hört ihr mich? Boah, Egg, das ist was auch ein fettes Problem. Stell dir vor, der Typ sagt irgendwann, lass mal zu dir chillen. Ich kann ohne Probleme jemanden bei mir einladen. Okay, ich muss einfach nur darauf aufpassen, dass es nicht stinkt und dass es ein bisschen aufgeräumt ist, gell? Aber bei Egg, Digga, mal ins Spielparadies. Und ihr gefällt es. Leute, von mir privat brauchen wir auch noch ein paar Sachen. Premium Tire benutzen 94F und 59Y. Hast du mehrere? 4 Stück Mädchen. Wow. Boah, Leute, wichtigster Step. Schmink deine Lippen ab. Was? Meine Lippen bleiben so. Alina. Ich schwöre, meine Lippen bleiben so. Ich schwöre, ich drehe das Video nicht. Meine Lippen bleiben so. Mann, nee. Leg dich hin. Ich mach selber. Leg dich jetzt hin, Mädchen. Leg dich hin. Du machst mich nur hässlich. Immer bis jetzt, wenn ich Egg gemacht habe, Leute, sah sie am Ende immer fresh aus, wie ich gut sagen. Ich erinnere euch an Amy. Das OF-Girl. Der Unterschied zwischen Amy und der Premium Shire ist, Amy war ein bisschen, wie sage ich das, offener für Jungs. Versteht ihr? Ich bin auch offen. Warum willst du das? Leute, gibt euch mal, die will das essen. Warum? Nein. Was kriege ich, wenn ich dich hübsch mache? Ich fühle mich so wohl als Egg. Wie viel Geld kriege ich? Es hat immer gut geklappt. Hör auf, deine Lippen zu bewegen, Alina. Oh mein Gott, du machst ja voll dick. Ja, ich muss widersprechen. Red nicht! Manchmal muss man aggressiv sein, dass man das versteht. Warum hat ihr so aber so eklige... Ja. Von mir an. Eigentlich muss man anders machen. Man muss auch deine Augenbrauen waxen, Digga. Leute, kommt mal näher. Nein, hast du. Ich zeig's euch mit Ingas Handy. Sein ganzer Busch. Jetzt schaut euch mal meine Augenbrauen an. Seht ihr? Bei mir, Leute, ist hier unten clean.
Ja, weil ich eine Form gerade wachsen lasse. Bro, du brauchst keine Form hier draußen. Naja, Leute, schreibt mir in Kommentare, soll ich euch auch mal umstylen zu Premium Tire. Ich kann versprechen, bei euch werde ich nicht so aggressiv sein. Aber es liegt in der Person, versteht ihr? Jetzt kommen wir zu den Augen. Warum kannst du? Ich fühle mich sehr unwohl, ich bin in den falschen Händen. Wer sind denn die richtigen Hände? Du oder was? Na klar. Also Alina. Come on, baby, don't you... Leute, ich habe ein neues TikTok gepostet. Da hat man meinen Bauch gesehen. Es war voll speckig. Ah, du hast mich voll eingesprungen. Halt mal kurz deinen Kopf oben. Oh mein Gott, drück deine Augen so nicht zu, das schon... Oh mein, Leute, dafür, dass ihre Augen hier unten so schwarz sind, dafür kann ich nichts. Was? Das ist, weil du deine Augen die ganze Zeit zudrückst. Okay, Leute, so. Ha! Oh Gott, Eyeshadow. Das ist jetzt neu. Micha, halt dein... Ey, Leute, gell, wenn ich einen Menschen operiere, dann ist auch leise. Irgendwie juckt mein Augenlid, als ob das so einen Ausschlag gleich kriegt. Ja, klar, welches? Das hier. Witzig, da habe ich doch nice gemacht. Wenn du meinst. Das sieht auch schon ein bisschen durch aus, weil Eric die Farbe geklaut hat, die Farbe und die Farbe. Das ist einfach geklaut. Und ihr seht, Leute, er kontrolliert ihre Nase, Digga, die macht einfach einen dicken Strich. Macht man nicht. Also auf Ernst, das Nase noch ist größer als das da. Weißt du das? Deswegen kriege ich nie Luft. Jetzt ist es Zeit für Rouge, ey. Leute, das Rouge, das ist das Wichtigste. Ach mein Gott, das ist so schön, das mit dem Rouge. Direkt weiblicher und schöner und süßer. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, Leute, wollt ihr, dass wir ein Merch machen? Wenn ja, schreibt Hashtag Merch in die Kommentare. Und dann erfährt ihr nächste Woche mehr. Was ist das? Sei leise. Warte, du machst halt einfach, du machst einfach echt zu dir. Was? Eigentlich heißt es so, Schwester mit meinem Zwilling. Ich hasse das. Das hört sich so auf die 40 irgendwie. Was hast du gemacht mit mir? Irgendwas fehlt in Eggs Gesicht, Leute. Ich kann nicht sagen, was es ist. Egg, schau mich mal länger an. Es sieht nicht aus. Irgendwas fehlt da einfach. Step 2. Nägel. Mit denen ich nicht klarkomme. Ex-Fingernägel sind schon richtige Endgegner und deshalb kriegt sie diese Fresh Nails. Ich bin, hä, okay, was bringen wir die Nägel bei meinem Date? Gepflegte Finger, Mädchen, stell vor, du isst. Und da unten ist so eckige Senfsoße oder so. Boah, ja, ich hab gefragt, können wir Subway essen gehen? Hast du echt gefragt? Ihr werdet nicht Subway essen gehen. Warum? Dazu kommen wir später. Ich kann das nicht. Ich glaube, ich muss ein Date absagen. Ey, go girl. Boah, was ist denn? Premium, also Premium. Nein, noch nicht. Du bist noch nicht fertig. So dumm. Leute, ich war noch nie so krass vorbereitet, wisst ihr. Wie viel Uhr trifft ihr euch? Weiß ich noch nicht, abends. Ich muss gucken, wenn ich Lust habe, weil ich muss ein bisschen schlafen davor. Ich will gerade, ob ich dich zu einem Date fahren soll. Was? Nein. Doch. Nein, nein. Leute, schreibt mir jetzt in die Kommentare, Leute, soll ich Act hier im Date fahren? Aber was? Digga, Eck, mit dem du willst schwarz nach Stuttgart fahren. Stimmt doch gar nicht. Du hast das erzählt. Nach Stuttgart? Stuttgart? Ja. Ja. Leute, eine Premium Chai geht nicht zu Typen in die Stadt. Die Typen kommen in deine Stadt. Ey, du warst so schön, Mädchen, warst so ein bisschen gepflegter. Alter, ich bin gepflegt. Mein Gott. Boah, Alter, ich muss ja bei einem Date reden. Boah. Ich glaube, ich kann das am Freitag echt nicht. Ich muss jetzt erfahren, dass sie reden muss. Eigentlich redet sie nicht, Leute. Und wenn sie redet, sagt sie... Leute, er hat so richtige Wurstfinger. Man hat keine Ahnung, wo man was hinkleben soll. Ich fühle mich sehr unwohl mit den Nägeln. Und ich glaube, Make-up ist auch nicht so der Burner. Leute, ich weiß gar nicht, wie Haare machen jetzt oder Outfit zuerst. Was sagst du? Outfit. Outfit, kommt. Der Typ hat ja gesagt, er soll keine Jogginghose tragen. Ja. Step 3, das Outfit. Und da habe ich schon als vorhin ausgesucht, Leute. Ich denke, ich werde bei Egg of Black gehen, weil das ist die einzige Farbe, wo sie mich eklig. Nein, nein, schwarz sieht, lässt mich komplett fett und bubblig aussehen. Mir egal, was Egg sagt, ob es schön aussieht oder nicht, ich mach's. Es mir egal. Leute, die Farbe schwarz lässt mich dick und bubblig aussehen. Und jetzt, Leute, das Chaya-Outfit. Egg sieht immer so gepflegt aus, so erwachsen und nicht so abgedroschen. Ich weiß, was fehlt. Ey! Da fehlt aber noch deutlich was, Leute. Ihr seht, der Bereich ist sehr nackt. Ich hab komplett eine Kette. Ach so, ich dachte gerade, die wollte schon mit was anderem kommen, Leute. Um ehrlich zu sein, ist Egg eher das Silbermädchen, aber es gefällt ihr nicht. Das ist eine Fußkette. Was machst du? Zieh an den Ring jetzt. Das ist der Ringfinger. Das weißt du schon. Ja. Und jetzt, Leute, eigentlich würde ich diese Kette auf jeden Fall nicht empfehlen, aber er liebt diese Kette auch ohne irgendwelchen Gründen. Was? Und dann ein Armband. Das ist eine Fußkette. Mega, du musst Sachen umändern. Mein Gott, das ist auch nur so mädchenhaft aus.
Um ehrlich zu sein, ist echt schon ein hoffnungsloser Fall. Und ich versuche jetzt mit ihrem Gesicht und mit ihren Haaren was zu retten. Hoffentlich ist ihr Benehmen besser, als ihr Aussehen. Egg! Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Next Step, die Haare. Aber Egg, sag mir mal, wie würdest du eigentlich mit dem persönlich reden so? Hallo. Wie geht's? Leute, ich habe ein Problem. Ja, nicht nur eins. Ich weiß nicht, wie ich meine Haare am Freitag machen soll. Blowout. Was? Oh mein Gott. Wenn ich meine Haare glätte, dann sehen die kaputt aus. Und nach sehen nicht nur so und aus. Nach, ja, und die sehen kaputt. Und nach ein paar Stunden, ne, werden die so, ich weiß nicht, wie so ein Pilz irgendwie. Ich habe ein Haarproblem. Hinten habe ich nicht mal mehr Haare. Und meine Haare zu ganz... Au! Am besten, das Beste bei einem Date wäre bei Eggwick, wenn sie einfach im Mund ist. Wenn sie einfach leise ist. Oh mein Gott, weißt du, was sie bräuchte? Ja. Ein AirPod im Ohr. Und du redest ihr Sachen rein. Egg, würdest du das machen? Ich hab ihm heute noch geschrieben, ich so, ja, ich rede nicht so viel am Anfang. Das ich bin ein bisschen schüchtern, der so, ja, nicht schlimm. Das wird schon. Ich so, ja, das wird schon. Leute, ich find's aber voll komisch. Aber ich glaube, ich so, ja. Für mich mache ich das Ganze hier gerade eben. Okay, Leute, ich muss meine sozialen Ängste bekämpfen. Was ist los mit dir, Digga? Sorry, ich will ein Babyspeck einpacken. Wisst ihr, Leute, Premium-Chires sind auch nicht perfekt. Das Wichtigste ist bei Premium-Chires erwähnen, die sind nicht perfekt. Alle haben deren Mängel, bei Ex zum Beispiel ihr Gesicht oder ihre Haare. Was? Leute, schreibt bitte in die Kommentare Tipps für ein Date, wie man sich verhält, so da, einfach Tipps zum Thema Date, Leute. Die wichtigste Frage ist eigentlich, mit wem hat er ein Date? Mit dir oder mit Egg? Ich glaube mit Alina. Okay, bleib. Oh, die Haare sind schön. Alle? Ja. Ja. Passi. Fragt euch, wie sehe ich aus? Wie sieht mein Make-up aus? Meine Haare, mein Outfit, meine Nägel? Was haltet ihr von mir? Ich fühle mich schon so ein bisschen wie eine Premium-Chaya, aber halt noch nicht so ganz, weil ich mag es nicht, wenn jemand meine Haare macht, mein Make-up so. Die funkeln bei Augen, Leute. Seine Augen funkeln dadurch. Was? Nein! Das Wichtige ist nochmal zu anzumerken, Leute. Jede Primo-Chaya ist individuell. Jede Primo-Chaya hat seine Hässlichkeiten, Schönheiten, was auch immer. Ich möchte mal sagen, dass Egg auch Knacks hat. Und das Normale ist wie Primo-Chaya. Leute, Egg sieht sich jetzt. Mach deine Augen zu. Deine Augen zu. Ich hab Angst. 3, 2, 1, go. Was hast du? Warte, warte, Egg, warte, warte. Ich sehe wie ein fettes Kind. Was? Warum sieht so alt aus? Also, Leute, es gefällt dir, sich zu den Braun hoch. Nein, Leute, immer, wenn es dir gefällt. Nein, ich versuche herauszufinden, was du mit meinem Eyeliner gemacht hast. Also, das Make-up gefällt mir jetzt nicht so, aber der Rest ist eigentlich ganz gut. Aber sonst eigentlich gefällt mir der Rest schon, Leute. Ich bin schon so voll wie so eine Premium-Teil, so hey, so voll selbstbewusst. Die Haare sind slay, dann färbe ich ihn noch. Wow, 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 Leute, ich freue mich so. Also wenn es dann kein zweites Treffen gibt, dann weiß ich nicht, woran es lag. Ein Nagel ist abgebrochen, der eine. Tick-tack, tick-tack, der bricht auch gleich ab. Und ich habe diese Challenge nicht bestanden bis jetzt. Okay, Ed. Ja, doch. Trink es aus, ohne zu rübsen. Oh Gott, Inga. Das ist die Härteprobe. Inga, das ist echt schwer. Uiuiui. Von wo kommt das? Ich habe keine Ahnung, von wo das kam. Wenn er genauso alles macht wie heute, Leute, wird es auf jeden Fall ein zweites Treffen schaffen. Weil wenn nicht, wird es halt kein zweites Treffen geben, Leute, logischerweise. Also folgt mir auf Instagram, Sienpoko, um zu erfahren, ob Egg und der Typ sich nochmal treffen, ob da was lief. Und ob er gesagt hat, sie sieht gut aus.